Mein Name ist Jasmin Kutzler, ich bin Oberstleutnant. Soldat sein und Frieden bringen und nicht Krieg führen ist überhaupt kein Gegensatz. Mein erster Auslandseinsatz im Kosovo war für mich ganz ein besonderer, weil wir dort wirklich Patrouillen gefahren sind, weil wir dort mit den Menschen vor Ort geredet haben und da auch diese Rückmeldung gekriegt haben, dass sie froh sind, dass wir da sind. Die Flüchtlingskrise von 2015 hat gezeigt, dass die Welt ein kleiner Ort geworden ist. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wenn es in Bosnien oder in Kosovo wieder eine Krise geben würde, wo es wieder Krieg gibt, wo die Menschen wieder flüchten müssten, dass diese Flüchtlingsbewegungen sich viel stärker und viel mehr auf Österreich auswirken würden. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir immer noch dort sind. Am Golan, das war mein längster Einsatz, war die grundsätzliche Aufgabe der UN-Truppen vor Ort, das Trennen zwischen Israel und Syrien. Es gibt offiziell immer noch keinen Frieden, sondern es gibt da eine Waffenstillstandslinie und da ist es eben Aufgabe der UNO zu überprüfen, dass keine Grenzüberschreitungen stattfinden. Aus meiner Erfahrung wird Österreich besonders deswegen gut anerkannt und von der Bevölkerung aufgenommen, weil wir einfach ein neutrales Land sind, weil wir einfach keine versteckte Agenda haben, sondern wirklich offen und ehrlich auf die Menschen dort vor Ort zugehen können und so unterstützen können, damit sie in Zukunft sicher leben können. Aus meiner Sicht ist der Einsatz in Afghanistan ein herausfordernder, weil es kein Krieg zwischen Nationen im herkömmlichen Sinn ist, sondern eine Unterstützung der afghanischen Regierung bei der Aufstandsbekämpfung. In Afghanistan ist die Bevölkerung im Schnitt relativ jung. Und die gesamte jüngere Generation, die hat noch nie erlebt, wie das ist, in Frieden leben. In Afghanistan sterben jeden Tag Sicherheitskräfte, afghanische Zivilbevölkerung stirbt jeden Tag. Und auch wenn es bei uns im Camp jetzt offensichtlich keine Bedrohung gibt, kann es jederzeit passieren, dass wir dort angegriffen werden und dadurch sind wir von diesem Kriegsgeschehen, das in meinen anderen Einsätzen weit in der Vergangenheit gelegen ist, auf einmal mittendrin. Ich bin froh, dass ich da in Afghanistan bin, weil es mir einfach wieder vor Augen führt, wie wertvoll es ist und wie gut es uns in Österreich geht, dass wir schon seit vielen Jahrzehnten keinen Krieg mehr gehabt haben. Am Anfang, besonders wie ich noch jünger war, schwierig war zu verstehen, warum wir da sind, diesen Beitrag wertzuschätzen, den wir da leisten, auch wenn wir jetzt jeder für sich selbst nicht den Weltfrieden schafft, tragen wir ein Stück dazu bei, dass das Land besser wird. Ich möchte mich jetzt noch ganz herzlich bei der gesamten Bevölkerung in Österreich bedanken, weil ohne die Unterstützung von unseren Familien, von unseren Verwandten und von unseren Freunden wäre es uns nicht möglich, dass wir im Ausland, so weit weg von zu Hause, unser Bestes geben können. Danke.